Ich bin heute beim Deutschen Roten Kreuz in Leer. Man würde jetzt erwarten, Rettungswagen, gegebenenfalls Blutspendetafeln. Aber was sehen wir? Autos. Wie erklärt sich das? Diese Frage kann uns beantworten der Kreisbereitschaftsleiter Tole Bohlmann. Also was hat es damit auf sich? Hallo erstmal. Genau, also wir haben hier in Leer an unserem Standort in Nüttermoor ein Testzentrum eröffnet, ein Drive-In-Testzentrum, sodass die Bürgerinnen und Bürger kostenlos bei uns den Bürgertest machen können mittels eines Schnelltestes und dafür im Auto sitzen bleiben können. Vermutet man eigentlich nicht beim Deutschen Roten Kreuz? Heute ist der Weltrotkreuztag. Da denkt man, wie gesagt, häufig an Blutspendedienst, aber das Deutsche Rote Kreuz hat gerade auch in der Pandemiebekämpfung unfassbar viele neue Aufgaben auch übernommen und geschultert. Ganz genau. Also es ist so, dass wir seit Beginn der Pandemie quasi uns in allen möglichen Bereichen, gerade was das Soziale angeht, uns engagiert haben. Wir haben die Lebensmittelversorgung für Bedürftige sichergestellt. Wir haben, als die Schulen geschlossen waren, für die Kinder Mittagessen zur Verfügung gestellt in Kooperation mit weiteren Partnern. Wir haben den Rettungsdienst unterstützt, gerade mit vielen Corona-Fahrten, die sie hatten. Da waren unsere ehrenamtlichen Kräfte aktiv. Ja, und dann haben wir auch seit Beginn des Impfzentrums quasi mit ehrenamtlichen Kräften unterstützt und jetzt das Testzentrum hier in Leer und auch schon in Wena eröffnet. Eine unfassbare Fülle an Aufgaben, die übrigens geschultert werden, gemeinschaftlich von auf der einen Seite auch hauptamtlich Tätigen, aber ganz wesentlich nach wie vor auch von ehrenamtlich Tätigen. Wie viel engagieren sich hier im Verband in Leer? Insgesamt haben wir in unseren Bereitschaften, die es gerade für diese ganzen Aufgaben uns zur Verfügung stehen, 150 ehrenamtliche Kräfte, die uns eigentlich Tag und Nacht unterstützen und begleiten. Ich habe vorhin gehört, tatsächlich eigentlich Ihren ersten Wohnsitz hier haben, in der Geschäftsstelle und an den vielen Einsatzorten. Das klingt lustig, aber dem Grunde nach zeigt das, dass es Menschen gibt, die ihre Zeit schenken, die ihre Kraft schenken, die ihr Herzblut schenken, um anderen zu helfen. Genau dafür steht das Deutsche Rote Kreuz, wie das Rote Kreuz in Gänze auf der Welt. Und deshalb sollten wir an diesem Tag Ihnen allen stellvertretend Ihnen für diesen großartigen Einsatz Danke sagen. Sie können das übrigens alle selbst unterstützen, werden Sie entweder Mitglied des DRK oder aber spenden Sie. Auch darüber freut sich die Organisation. Dankeschön. Herzlichen Dank.